ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich habe ein bisschen Pause gemacht. Ich war zwischenzeitlich Krankenhaus oder ein bisschen rumgeschnippelt worden und so ganz fit bin ich immer noch nicht. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber naja, ich habe auch deshalb eine gemütliche Yummy-Hose an. Ne, hier, das ist noch ein bisschen geschwollen, aber das wird schon. Und es ist natürlich so, wenn man viele Filmchen macht, dass man dann doch wieder Lust hat, irgendwas zu machen. Und ich habe gedacht, es muss irgendwas Schnelles sein. Und inspiriert wurde ich durch Facebook, durch meine YouTube-Kollegen auch und durch meine Kinder, die sich von mir Apfeltaschen gewünscht haben. Seitdem ich letzte Mal diese Nutella-Blätterteigstangen gemacht habe, die verlinke ich euch gerne mal irgendwo hier oben, da braucht ihr das nur anklicken, sind die total hin und weg vom Blätterteig. Ich muss sagen, ich finde es auch einfach toll, weil man unheimlich tolle Sachen damit zaubern kann. Und auch diese Blätterteigtaschen sehen richtig toll aus. Und in diesem Rezept ist es so, dass nicht die Äpfel einfach nur zerkleinert werden und dann als Füllung reinkommen, sondern die werden ein bisschen erwärmt. Also erhitzt so in der Art und Weise, als wenn man Apfelmus oder so macht. Na, dann, also mir persönlich schmeckt das besser. Und ich habe auch hier die Schale abgemacht. Das sind zwei Äpfel. Relativ dicke Ballermänner. Ich habe einen Kochapfel genommen. Elster war das, glaube ich. Oder Boskop könnt ihr nur nehmen oder sowas, was man auch sonst so in Apfelkuchen rein tut, was ein bisschen säuerlich schmeckt und was auch beim Kochen ein bisschen weicher wird. Und viel zu tun ist gar nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier zwei Äpfel. Abzüglich des Tellers wiegen die, glaube ich, 350, 360 Gramm. Die sind eine Viertel. Ach, hätte ich jetzt auch mal wiegen können. Ich bin auch doof. Jetzt geht ja meine Waage wieder. Der ist ja repariert. Aber egal. Deckelchen drauf und die werden einfach nur ganz kurz zerkleinert. Ich mache mal 2 Sekunden auf 4, wie es im Rezept drin steht. Gucken wir mal rein. Nee, das ist nicht. Das reicht nicht aus. Dann mache ich noch mal 2 auf 4. Also das ist mir zu grob. Ja, das ist besser. Das schreibe ich mir dann gleich sofort mal hier hin auf mein Rezept. Nicht 2 Sekunden 4, sondern 4 Sekunden 4. So, habe ich das fürs nächste Mal nämlich richtig. Und dann könnt ihr mal einmal reingucken. Wem das zu grob ist, der kann ja immer noch ein bisschen kleiner machen. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Schieben wir das mal runter, weil das soll ja angedünstet werden. Da ist schon ein Apfel hingefallen. So, dazu kommen jetzt 15 Gramm Butter. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr, 20 oder so. Die Packung musste leer werden. Kommt die Butter dazu. Dann Zucker. Da steht jetzt 25 Gramm Zucker. Ich habe jetzt aber braunen Zucker genommen. Rein. Hier steht ein Spritzer Zitrone. Damit das nicht so braun wird, die Äpfelchen. Und dann steht hier drin eine Prise Ingwerpulver. Habe ich zwar, aber das ist, glaube ich, also ich weiß es nicht, ob das mein Ding ist. Aber ich will es nicht ausprobieren. Ich stehe mehr auf Zimt, da weiß ich, dass uns das schmeckt. Und da kommt dann so eine ordentliche Ladung Zimt rein. Und das wird jetzt entfernt. So, ich habe noch gar nicht geguckt, wie lange. Aber sicherlich Linkslauf, damit das schön, ja, 7 Minuten. So, 7 Minuten. Dann könnt ihr bei der Temperatur die 31er stellen Varoma ein. Und wir 5er stellen 120 Grad ein. Dann ganz wichtig den Linkslauf und dann Rührlöffel. Richtig, richtig. Rührlöffel. Dann lassen wir das jetzt erwärmen und das soll nachher ein bisschen abkühlen. Wenn das fertig ist, hole ich das aus dem Topf raus, tue es in eine Schüssel rein, damit es ein bisschen abkühlen kann. Und den Blätterteig, den hole ich gleich aus dem Kühlschrank raus. Und dann machen wir nachher weiter. Ich habe jetzt 2 Rollen geholt. Diesen frischen Blätterteig, den man aus der Tiefkühlung kennt. Ich denke mal, da komme ich ganz gut mit hin. Ich muss mal gucken, wie ich das aufteile und bei den anderen habe ich auch eine schöne Schnitttechnik gesehen, dass man das oben einschneidet, dann über die Füllung drüber, also das sieht optisch einfach sensationell aus. Ja, ihr Lieben, diese Apfelmasse, die habe ich jetzt übrigens hier
in die kleine Nixe rein, ne? Wenn ihr mal reingucken wollt. Das riecht wie frisch gebackene Apfelkuchen, einfach sensationell. Aber da gehört auch nicht viel zu. Ihr habt ja gesehen, das sind kaum Zutaten, die man dafür braucht. Und ich habe jetzt hier den Blätterteig ausgerollt. Ich mache euch mal ein bisschen runder, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, ne? Das ist ein ganz normaler, also eine Rolle Apfelteig, wollte ich sagen. Eine Rolle Blätterteig. So, und die werde ich jetzt ein kleines Stückchen größer ausrollen, damit die ein bisschen flacher wird, aber nicht viel. Und dann nehme ich unseren Teigroller hier von Pampered Chef. Der ist richtig toll, weil ihr den ganz unproblematisch mit einer Hand bedienen könnt. Das ist schon richtig gut. Und im Griff von diesem Teigroller findet sich eine kleine Gabel. So ein Piekser, wenn ihr Teig backt, Mürbeteig zum Beispiel, der eingepiekst werden soll, damit er keine Blasen wirft. Den können wir gleich noch gut gebrauchen. Und wir müssen jetzt diese Blätterteigplatte in 8 kleine, also gleich große Teile aufteilen. Man kann es natürlich Pi mal Daumen machen, nach Augenmaß. Ich habe aber bei den anderen einen ganz tollen Tipp gesehen und das möchte ich also euch mal zeigen. Für die, die es dort noch nicht gesehen haben, also die Teigplatte, die Blätterteigplatte einmal so falten, und dann hier an der Kante ein bisschen drücken. Dann habt ihr nämlich genau die Kante und einmal von der Seite bis zur Mitte. Und dann habt ihr exakt gleich große Stücke. Also den Tipp finde ich wirklich klasse. Wäre ich nie alleine drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen bin ich sehr dankbar für solche tollen Tipps. Jetzt müssen wir es natürlich in Stücke schneiden. Solange das Backpapier hier drunter ist, könntet ihr es regulär auch vorsichtig mit einem Pizzaroller schneiden. Denkt aber, ihr habt eure Matte hier drunter, also ohne Backpapier geht es gar nicht. Ich habe dafür unser neues Nylonmesser und werde jetzt hier den Blätterteig in gleich große Stücke aufteilen, trennen, dass ihr also insgesamt 8 Teigstücke habt. So. Jetzt noch einmal in der Mitte. So. So, das haben wir jetzt aufgeteilt. Und jetzt könnt ihr sofort das Messer in der Hand lassen, weil wir ungefähr von der nicht ganz von der Mitte, hier so Einkerbungen reinmachen. Bitte nicht so nah am Rand, auch nicht oben so nah an den Rand. Den Effekt werdet ihr nachher sehen. Ungefähr 4 bis 5 Schnitte. Also finde ich auch eine ganz tolle Idee. Ich habe also viele Videos jetzt inzwischen gesehen, rund um Blätterteig, was für tolle Sachen man machen kann, indem man das einfach nur speziell formt oder einschneidet. Also das ist echt eine richtig tolle Sache, dieser Blätterteig. Und mit so wenig Zutaten sowas Tolles zu machen, wir jetzt auch diese Apfeltaschen. Die könnt ihr natürlich füllen, so wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch Vanillepudding oder sowas reiten. Oder ihr könnt angedickte Kirschen. Oder wer sich gar keine Arbeit machen möchte, kann auch rote Grütze da reinmachen. Also das finde ich richtig cool. Jetzt habe ich also hier 8 gleich große Stücke. Und nehmen wir jetzt hier meine Apfelmasse und da kommt dann ein Esslöffelchen voll drauf. Ihr müsst den Rand ein bisschen freilassen, weil wir nachher rundherum den Blätterteig andrücken müssen, also miteinander verschließen müssen, indem wir mit diesem Gäbelchen einmal rundherum schneiden. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass da noch ein bisschen Platz ist. So, ihr seht, ist die Apfelmasse jetzt hier drauf. Und jetzt funktioniert es folgendermaßen. Ich muss mal eben noch mal gucken. Ein kleines Servierlöffelchen hier noch mal nehmen. Gleichzeitig machen wir hier aus unserem Teigroller das Gäbelchen raus. Ihr könnt natürlich auch die normale Gabel nehmen, ist ganz klar. Und
dann wird hier eingeschnittene Teil, ne, wo wir hier diese Striche reingeschnitten haben, über den Rest drüber geklappt. So, und ganz wichtig ist, dass ihr dann, ich versuche das mal hier mit dem Servierheber so ein bisschen wegzunehmen, dass das rundherum festgedrückt wird, damit das beim Backen nicht auseinander geht. Und deshalb muss man das mit einem Gäbelchen festdrücken, damit das auch schön zusammenbleibt. Einmal rundherum, wo die Kanten sind. Wieder zu wenig Platz hier. So. Und damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe, nehme ich mir gleich meine Form. Ich habe jetzt, mache dabei das auf einen großen Ofenzauberer machen. Ich werde das dann jetzt hier rüber transportieren und hier ablegen. So, das nächste. So, ihr Lieben, schaut mal. Das sind jetzt die vorbereiteten Apfeltaschen. Und damit die nachher auch schön braun sind, habe ich jetzt hier ein Ei verquält. Ich habe da jetzt keine Milch reingetan, ich habe es jetzt so pur gelassen. Mit dem Eiweiß natürlich. Und dann pinseln wir das jetzt richtig schön ein. Und dann wandern die Dinger in den Backofen. Ihr werdet, wenn ihr verschiedene Videos euch anguckt, immer andere Zeiten finden. Zwischen 200 und 220 Grad ungefähr. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich jetzt hier auf dem Stein backe und den auch ganz unten in den Ofen auf dem Rost schiebe, stelle ich die Temperatur ein bisschen höher ein. Das heißt, ich mache 220 Grad, aber ich, wie gesagt, ich muss auch reingucken immer. Ne? Das ist das Beste, auch mit der Zeit her. Ich würde sagen, ich würde schätzen, knapp 20 Minuten. Kann aber mehr dazu sagen, wenn ich das gleich ausprobiert habe. Aber ihr wisst ja, wie immer, jeder Ofen backt anders, deswegen, es kann bei euch wieder ganz anders sein. Deswegen ist das immer ganz wichtig, Sichtkontakt zu halten. Ne? Nicht einfach eine Zeit einstellen und dann wiederkommen und dann den Schreck kriegen, wenn das alles schon viel zu dunkel geworden ist. Also das müsst ihr dann individuell immer gucken. Das mache ich eh. Ich verlasse mich da eh nie auf die Zeiten. Meistens braucht mein Ofen sogar noch ein bisschen länger als andere. Deswegen einfach. Die ersten packe ich jetzt in den Ofen, die anderen bereite ich gleich vor. Wie gesagt, 220 Grad Ober-Unter, jetzt habe ich bei mir eingestellt und werde zwischen 15 und 20 Minuten einfach mal reingucken. So, ab damit in den vorgeheizten Backofen. Gut, und dann sehen wir uns gleich. Ihr Lieben, 20 Minuten waren die jetzt drin. Jetzt hole ich die erste Schore mal raus. Die haben wir schon beschlagen. Da sind sie. Die duften wirklich unheimlich gut. So, jetzt packe ich das nächste Blech rein. Die lasse ich ein bisschen kurz ankühlen, bevor ich sie vom Stein runternehme. Und und packe sie dann auf ein separates Auskühlgitter gleich. Und die sehen natürlich optisch tausendmal noch besser aus, wenn man da so ein bisschen Puderzucker drüber macht. Das machen wir nachher. Aber natürlich dann, wenn die ein bisschen abgekühlt sind, sonst ist das ja gleich sofort wieder weg. Also wie gesagt, kurz ankühlen lassen, dann vom Stein runter und dann aufs Gitter. So, jetzt kommt die Geschmacksprobe. Ich zeige euch mal die ich auf dem Teller angerichtet habe. Da hat meine Anni, habe ich gerade schon einen weggenommen, die knuspert da hinten auch schon in der Ecke rum. Und ich habe sie noch gar nicht probiert. Guck mal, extra für euch dekoriert mit einem Blümchen. Jetzt probiere ich auch mal. Oh. Dieses Geräusch, wenn der Blätterteig so knuspert. Sensationell. Seht ihr die Füllung? Schmeckt lecker. Richtig wie, als wenn ihr einen Apfelkuchen esst oder schön warmen Apfelmus oder so.
Oder Apfelstrudel oder so. Schmeckt ihr das? Mhm. Ich glaube, den anderen schmeckt das auch. Mmh. Mein Gott. So wenig Aufwand für sowas Leckeres. Ich bin ganz happy. Ich werde mir gleich noch in Ruhe eingönnen. Mit einem schönen, frischen und nicht abgekühlten Kaffee dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht euch Lust, das auch mal nachzumachen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich werde mir Mühe geben, dass ich ganz schnell wieder auf die Beine komme. Hat ja heute schon ganz gut geklappt. Sag dann mal, wie immer, bleibt gesund, ganz wichtig und bis bald. Tschüss.